Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Chill hier gerade und warte auf einen Kumpel. Hab mich mit ihm verabredet. Moment, ich zeig euch gleich wo. Erstmal weg mit dem Wupper, keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Also, ich habe mich hier hinten mit ihm verabredet. Er wollte die Arena machen. Ich glaube, wo er sie machen wollte, waren noch zwei Plätze frei. Jetzt nur noch einer, aber den kann er haben. Er hat es ein bisschen nötiger, also ich habe meine Arena. Und das ist auch das Thema des heutigen Videos, Arena bzw. Arena Update, weil das neue Update ist nicht draußen, aber es ist bekannt gegeben worden und es wurde wieder gedatamined und ein paar Sachen wurden bekannt gegeben. So, Neuigkeiten, das neue Gym Update, Arena Update, was viele vermutet haben, was als nächstes kommt von den großen Updates, ist anscheinend das nächste Update ist jetzt drin mit diesen Raids. Aber wir wissen noch nicht genau, was Raids sind, wie die aufgebaut sind, was man da genau machen muss. Und mit diesen Füttern, das ist jetzt auch drin, wird aktiviert. Auch da wissen wir nicht genau, was man machen muss, wie oft man die füttern muss. Gibt es neue Sachen, neue Items, die man jetzt in den Pokestops kriegt, die man da verwenden kann. Oder benutzt man Himbeeren, Sananabeeren und diese nutzlose Banane da. Also wir werden sehen, ob es da was Neues gibt. Wenn ja, dann müssen die echt dringend mal das Inventar erhöhen. 1000 ist dann echt nicht mehr genug, vor allem wenn neue Items kommen. Und Auswirkungen, Arena-Touren außerhalb, auch wenn sie jetzt bei uns eh nicht effektiv waren. Ich glaube, ich habe noch eine, das ist nicht mal zwei Wochen her, echt traurig, aber Arena-Touren wären somit nutzlos, da man die füttern muss und wenn man außerhalb fährt, dann kommt man halt nicht mehr ran. Also das ist hier gerade, wo ich bin, eine Art Friedhof. Eigentlich passend zu dem Thema, weil Arenen vielleicht jetzt dadurch tot sind oder noch toter als sonst. Aber auch überraschend viele Jogger hier, also keine Ahnung, wieso die Leute hier durch den Friedhof joggen wollen, aber muss jetzt das Video öfters unterbrechen, weil hier ein paar Leute durchgelaufen sind. Was noch interessant ist, was eingeführt wurde, ein paar Sachen, die nicht interessant sind, erstmal neue Sponsoren und noch mehr von diesen einlösbaren Codes, auch wenn wir bisher noch nichts von denen gesehen oder gehört haben. Auch noch interessant, Anti-Cheat, keine Ahnung was da genau, aber wir haben es gesehen, Anfang des Events, wo ein paar Softband die Module geschmissen haben. Das war anscheinend ein neues System von denen, das aber noch nicht richtig funktioniert hat und noch nicht unterscheiden konnte zwischen Spoofern und normalen Leuten. Aber da in die Richtung arbeiten die gerade, das ist auf jeden Fall richtig saftig. Ihr wisst, ich habe meine eigenen Probleme mit einem Spoofer, ich meine genau dich, Kevin. Und dann, für mich das Interessanteste, weil bei den anderen Sachen wissen wir noch nicht genau, was Raids sind, was mit dem Füttern und so los ist. Also das Interessante ist, Max Same Pokémon per Gym Added. Man weiß nicht genau, wie viel das Maximum ist, aber das ist echt das Interessanteste. Als ich das zuerst gelesen habe, instinktiv dachte ich an 1 Maximum. Also in einer Arena darf nicht zweimal dasselbe stehen, aber das Maximum könnte 2 sein, könnte 3 sein. Wobei 3 recht unsymmetrisch ist, weil 3, 3, dann 1 oder so. 2 kann ich mir vorstellen, also 2, 2, 2, 2 würde auf 10 aufteilbar sein. Wäre auf jeden Fall interessant, müssen wir uns nochmal genau anschauen später. Aber jetzt machen wir erstmal die Arena und danach reden wir nochmal über die Auswirkungen von diesen Neuigkeiten. So, Location ein bisschen geändert. Alter, dieser Friedhof war so voll. So viele Leute waren dort. Echt komisch. Auf jeden Fall Arena-Update. Ihr wisst, ich mache viele Arenen. Ich glaube, ich will nicht arrogant klingen, aber ich bin auch einer der wenigen Pokémon Go YouTuber, die echt Ahnung von Arenen haben, weil die meisten, die ich persönlich schaue, die kümmern sich so gar nicht um Arenen. Moment, ich blende euch das mal kurz ein. So, ich zeige euch mal meine Verletzten. Dann seht ihr, wie viel ich gerade mit Arenen zu tun habe. Okay, und... Es hört einfach nicht auf. Okay. Halten wir mal ein paar. So. So, kurze Unterbrechung. Das mit der Arena hat sich erledigt. Moment. Ich geh mal weiter. Es sind 98% Lapras reingekommen. Relativ in der Nähe. Also ich dachte, es wäre näher, aber... Ich bin auf die letzte Minute gekommen.
Nicht 100%, aber 98 geht schon. Das zweite 98er. Diesmal 15 ATK. Ich blende euch eh die Sachen ein, die Infos. Dann seht ihr, was das alles hat. Leid Ackerknacker, aber sonst kann man schon mal mitnehmen. Jetzt muss ich den Kollegen versetzen, zwecks der Arena. Aber bei ihm nur ein Platz weit, der trainiert sich schon rein. Schafft er schon auch gegen die zwei bei Tergas. Auf dem Weg, also nicht auf dem Weg hier, beim Labras dann Zuschauer getroffen. Freut mich immer, ein paar Verrückte zu sehen, die zu jedem Spawn da hinfahren. Schaut dann an dich. Und ja, jetzt packe ich es nach Hause, dann können wir dort weitergehen. Es waren heute eh viel zu viele Leute unterwegs, also ich hatte echt immer Unterbrechungen. Deswegen am besten gehen wir nach Hause, dann gehen wir nochmal über das neue Update. So, zu Hause angekommen. Labras war saftig. Jetzt haben wir hier schöne Ruhe, Stille. Können wir über das Update reden, über die Arenen. Hoffentlich kommt es bald. Müsste demnächst kommen. Also es war eh spekuliert, die meisten haben eh geahnt, dass Mai rauskommen soll. Es ist Mai, also irgendwann diesen Monat. Kein Stress. Ich weiß nicht, ob ich jetzt über das aktuelle Arena-System reden soll. Oder nochmal extra Video, weil das ist eigentlich ziemlich lang. Und wir wissen eh, was für Probleme das hat. Mit dem Problem, dass eigene Teamleute einen rauskicken mit dem zweiten Account. Und manche nennen es Kannibalismus, manche nennen es rausfiltern. Wie man will. Es gibt verschiedene Namen. Auf jeden Fall, wir wissen alle, dass das größte Problem, die Arena ist auf 52.000. Man kämpft zweimal dagegen. Ist auf 49.000, muss nur einmal trainieren. Kann sich wieder reinstellen. Und so werden die untersten immer wieder rausgekickt. Und das ist halt das größte Problem. Und ich sehe nicht, wie dieses neue System das ändern soll, ist halt dann immer noch so. Sagen wir das mit den 2 maximal pro Arena. Selbst dann ändert das nichts daran, dass man den untersten rauskicken kann. Da kann man halt natürlich höchstwahrscheinlich keinen Despotar oder Dragonan oder Garados reinsetzen, weil die dann eben schon meistens drin sitzen. Warte, sagen wir 2 von jeder Sorte, Top 5. 2 Despotar, 2 Dragonan. 2 Galaxo, 2 Gagados, 2 Gizaros. Das wäre es ungefähr. So würde, glaube ich, jeder Arena aussehen. Dann würde man unten ein Gagados wahrscheinlich kicken oder Gizaros. Kommt davon. Ich glaube, Gizaros ist niedriger. Und dann könnte man nur ein Gizaros reinstecken, das stärker ist als das 9. Also, möglicherweise hilft es doch gegen das Problem. Aber jetzt gerade, wo ich das Szenario imaginär durchgegangen bin, wo maximal 2 vom selben Pokémon in einer Arena sein dürfen, da war es nicht mehr so leicht, die Arena immer durchzufiltern. Also möglicherweise, ich kann echt nur spekulieren, hilft es echt was dagegen? Klingt auf jeden Fall echt interessant. Ansonsten die Raids und das Füttern, da brauchen wir echt noch mehr Informationen, da kann man echt noch nicht spekulieren. Ich werde kein Problem haben, ich habe mir mein Gebiet hier aufgebaut. Also ich habe kein Problem damit, die Pokémon hier immer zu füttern. Spoofer natürlich auch nicht. Und das ist das große Problem. Spoofer momentan. Aber wie gesagt, Anti-Cheat haben die auch irgendwas integriert. Also schauen wir mal. Ein bisschen Veränderung tut immer gut. Also das bringt auf jeden Fall ein bisschen Action rein. Ich freue mich richtig hart drauf. Jo, das war's. Das sind die Updates, die demnächst kommen sollen. In dem nächsten Update. Echt interessante Sachen. Mal schauen. Man kann jetzt echt nur spekulieren. Aber ich bin echt gespannt. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das findet, was ihr so denkt, spekuliert. Hab mich entschlossen, ein eigenes Video noch zu machen über das aktuelle Arena-System und was halt da momentan alles falsch läuft mit dem aktuellen Arena-System. Aber dazu bald mehr. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt meine Facebook-Seite ab. Folgt mir auf Instagram. Vergesst nicht, Pokémon ist Business.